Medien mit Weider. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Medien mit Weider. Schauspieler, Personal, Catering, Crew, Technik, Drehgenehmigung, Filmprojekte sind teuer. An wen ihr euch wenden müsst, um finanzielle Unterstützung zu bekommen und was ihr bei der Beantragung von Fördermitteln unbedingt beachten müsst, das erfahrt ihr jetzt. Ein junger Filmemacher und das erste eigene Filmprojekt. Was oft fehlt, ist aber das nötige Kleingeld. Passende Finanzierungshilfen zu finden, ist aufwendig und schwierig. Eine erste Anlaufstelle können Landesmedienanstalten sein. Diese geben oft hilfreiche Infos, welche Fördermöglichkeiten es im jeweiligen Bundesland gibt. Außerdem kann es sich lohnen, bei örtlichen Medienzentren anzufragen. Wir sind bei unserer Recherche hierbei auf das Förderprogramm in eigener Regie gestoßen, das Medienprojekte aus Bayern unterstützt. Michael Blöch, Medienpädagoge am Institut für Medienpädagogik, erklärt, wie die Förderung beim Projekt in eigener Regie aussieht. Also im Prinzip ist es so, wir beraten schon beim Antrag letztendlich. Dann ist es so, dass wir eben diesen Auftakt-Workshop haben, wo es eine Kameraberatung, Tonberatung, Tonworkshop, Kameraworkshop gibt, Drehbuchberatung, Dramaturgieberatung, und es läuft sozusagen auch während der Produktion weiter. Auf der einen Seite so eine organisatorische, unterstützende Beratung, aber auch eine inhaltliche Beratung. Und die dritte Unterstützung ist ja die finanzielle. Das heißt, die Fahrtkosten können dann erstattet werden, die Übernachtungskosten, das Catering und so weiter. Das sind also finanziell, ist da einfach dann was möglich. Zusätzlich gibt es eine Abschlussveranstaltung, bei der die Gruppen professionelles Feedback bekommen. Die Förderung des Projektes in eigener Regie richtet sich an junge Talente bis 22 Jahre. Jährlich gehen 60 bis 80 Anträge ein. Davon erhalten ca. 10 bis 20 Projekte eine Förderung. Bei den Bewerbungen wird vor allem auf eins geachtet, so Michael Blöch. Es soll auf jeden Fall in irgendeiner Form authentisch sein. Es soll mit der Lebenswelt der Jugendlichen zu tun haben. Oft sind es so Sachen, die begeistern, wo man merkt, oh, das ist was ganz Eigenständiges. Das ist wirklich eine ganz, ganz eigenständige Idee, die mit ihnen selber zu tun hat, wo man das Herzblut spürt. Das ist was wir natürlich sehr gerne fördern. Auch die Mitteldeutsche Medienförderung bietet jungen Filmemachern eine Möglichkeit, sich und ihre Projekte zu präsentieren. So Dana Messerschmidt von der Mitteldeutschen Medienförderung. Der jährliche Nachwuchstag Kontakt ist eine Pitching-Veranstaltung für Nachwuchsfilmschaffende mit unterschiedlichem Professionalisierungsgrad. Interessenten können im Vorfeld der Veranstaltung ihre Bewerbung für den Pitch einreichen. Ein Auswahlgremium entscheidet anschließend, welche Projekte am Pitching teilnehmen dürfen. Die ausgewählten Bewerber dürfen dann am Nachwuchstag ihre Projekte vorstellen, Partner aus den unterschiedlichsten Bereichen kennenlernen und für ihre Projekte gewinnen. Der beste Pitch wird mit dem Kontaktförderpreis in Höhe von 3.000 Euro prämiert. Zudem findet ein anschließender Online-Contest auf der Crowdfunding-Plattform Startnext statt, bei dem die ausgewählten Teilnehmer weitere 2.000 Euro als Startfinanzierung gewinnen können. Auch hier gilt es, sich bei der Bewerbung gegen die anderen Konkurrenten durchzusetzen, so Dana Messerschmidt. Pro Jahr erreichen uns ca. 25 Einreichungen, von denen 8 bis 9 für das Pitching ausgewählt werden. Eine Altersobergrenze gibt es nicht. Allerdings müssen die Bewerber aus Mitteldeutschland kommen. Bei der Auswahl setzen sich die Kriterien aus überzeugenden Geschichten und guten Strategien für die Umsetzung zusammen. Egal, wo man einen Antrag auf Förderung einreicht und sein Glück versucht, das Projekt muss perfekt verkauft werden. Neben einer überzeugenden Filmidee sollte man sich daher im Vorfeld auch Gedanken zur geplanten Umsetzung, Finanzierung und Auswertung des Filmvorhabens machen. Die Beschaffung von Fördergeldern ist ein schwieriger und langwieriger Prozess. Wer hier bestehen will, muss vor allem eins mitbringen: Geduld. Außerdem solltet ihr euch ein dickes Fell zulegen und euch nicht von Absagen entmutigen lassen. In dem nächsten Podcast geht es dann um Ironblogger. Wer nicht schreiben will, muss zahlen. Wie die gegründete Gemeinschaft die Bloginhaber dazu motiviert, brachliegende Blogs wieder zu beschreiben, erfahrt ihr in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.